So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video etwas zum Bereich Informatik und auch zum Bereich Chemie. Ich habe mir folgendes Projekt überlegt. Das werden wir in Java realisieren und auch mit Hilfe der GUI-Programmierung, dass wir also eine schöne grafische Oberfläche auch haben. Da greife ich jetzt zwar etwas weiter vor. So weit waren wir in der Java-Reihe noch nicht. Aber ich werde verschiedene Sachen jetzt auch hier im Video noch kurz erläutern. Das werden wir dann noch in der Java-Reihe ausführlicher durchnehmen. Also folgendes Projekt. Und zwar ein Programm, bei dem der Benutzer eine Summenformel eingeben kann, eine chemische Summenformel. Na, als Beispiel machen wir mal, da habe ich mir eine Liste rausgesucht. Zum Beispiel hier kann man sich die Liste der Kohlenwasserstoffe, das haben wir hier, und gerade für Kohlenwasserstoffe wollen wir das Programm auch auslegen. Zum Beispiel könnte dann der Benutzer die Summenformel für Propan C3H8 eingeben. In dieser Form hier zum Beispiel, ne? C3H8, ne? So. Das Programm soll dann diese Summenformel in dieser Form hier entgegennehmen, soll es dann analysieren. Das heißt also, soll feststellen, okay, die Anzahl der Kohlenstoffatome, Anzahl Kohlenstoffatome, die soll ermittelt werden. Und es soll natürlich auch die Anzahl der umgekehrt der Wasserstoff Atome ermittelt werden aus dieser Eingabe und dann soll daraus die molare Masse dieser Verbindung dieses Kohlenwasserstoffs berechnet werden. Molare Masse. Na, das soll das Programm leisten können. Das habe ich mir so vorgestellt, dass wir hier na, einfach die Oberfläche haben. Hier haben wir einfach ein Eingabefeld, ganz billig. Ne? Hier haben wir einen Button. Ne? Da kann also dann später der Benutzer draufklicken, um dann hier die Summenformel, die hier stehen muss, entgegenzunehmen. Das Programm analysiert diese dann und gibt dann hier zum Beispiel mit Hilfe eines Labels, gibt es dann hier die molare Masse der Verbindung aus. Ne? Soweit soll das Ganze aussehen. Was natürlich auch noch gut wäre, natürlich hier noch ein Button, natürlich um das Programm zu beenden, aber erst einmal werden wir uns hier drauf konzentrieren. So soll das Ganze aussehen. Wie gesagt, es soll letztendlich die molare Masse bestimmt werden, ausgegeben werden. Erst einmal zur Begriffsklärung, was ist denn überhaupt die molare Masse? Unter molarer Masse versteht man die Masse eines Stoffes in Gramm. Ne? Ich schreibe jetzt hier vereinfacht mal hin. Masse eines Stoffes in Gramm, welche dann 602 Trilliarden Teilchen dieses Stoffes Teilchen enthält, schreibe ich einfach. Ja, das bedeutet also, wenn Sie eine, sagen wir mal, nehmen wir mal Wasser, ne, als Beispiel, H2O, das ist jetzt zwar kein Kohlenwasserstoff, aber das als Beispiel, H2O hat eine molare Masse von 18 Gramm pro Moll. Diese Einheit haben wir hier auch stehen, Gramm pro Moll. Das heißt also im Klartext 18 Gramm Wasser. Wenn Sie 18 Gramm Wasser haben, dann liegen in diesen 18 Gramm Wasser 602 Trilliarden Wassermoleküle vor. Ja. Als Potenz 6,022 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle würden dann hier vorliegen. Ja. Also man sagt hier Teilchen. Ja. So. Ein anderes Beispiel, Kohlenstoff, ne? Der Kohlenstoff 12, ne? Mit der Atommasse 12
können wir gleichsetzen auch mit der molaren Masse. Da haben wir also 12 Gramm pro Mol. Das bedeutet, wenn Sie 12 Gramm Kohlenstoff haben, hat dieser bzw. enthält dieser 602 Trilliarden Kohlenstoffatome. Ne? So, wie kann man das jetzt in der Verbindung berechnen? Das ist ganz einfach. In der Verbindung schauen Sie einfach, wie ist die Atommasse der jeweiligen Elemente. Beispielsweise hier bleiben wir nochmal bei beim Wasser. H2O. Ein einzelnes Wasserstoffatom hat eine Atommasse, eine relative, man schreibt hier relative, na toll, relative Atommasse von 1, beziehungsweise ich schreibe jetzt vereinfacht gerundet 1, beziehungsweise man schreibt hier noch ein kleines U für die atomare Masseneinheit. Der Sauerstoff umgekehrt, ne, also ein Sauerstoffatom hat eine relative Atommasse von 16. Na, man schreibt dann hier noch U für die atomare Masseneinheit hin. So, da geht man einfach hin und zählt die einzelnen Atome, die hier vorliegen. Wir haben zum Beispiel zwei Wasserstoffatome, wir haben ein Sauerstoffatom. Das multipliziert man einfach. Wir haben also hier zwei Wasserstoffatome, also haben wir hier schon mal zwei. Plus wir haben ein Sauerstoffatom, also 16 ist gleich 18. Das heißt also, die molare Masse würde in diesem Fall 18 Gramm pro Mol entsprechen. Ne? So weit, so gut. Ne? Wir gehen direkt ans Eingemachte, beziehungsweise hier gehe ich nochmal zurück. Die Seite hier werde ich im Übrigen in der Videobeschreibung verlinken. Wir gehen hier in den Java-Editor, wir klicken hier auf ein FRAM. Das Ganze speichere ich jetzt der Einfachheit halber einfach auf den Desktop ab. Oh, ich nenne das Ganze einfach Chemie. Das ist das. Wir bekommen direkt den Code angezeigt. Wir bekommen hier auch direkt eine Oberfläche angezeigt. Das sehen Sie hier. Das heißt also, hier können wir dann interaktiv Bauteile draufsetzen und uns unser Programmchen aufbauen. Das wird noch der einfachere Teil sein. Wir gehen hier auf Swing 1. Ne? Swing ist nichts anderes als ein Paket, welches hier ebenfalls verwendet wird. Ne? Und hier werden dann entsprechende Steuerelemente, man sagt da Widgets dazu, werden dann bereitgestellt. Wir brauchen hier einmal ein solches Textfield. Ein Eingabefeld. So, das wäre das. Dann brauchen wir einen Button, beziehungsweise wir brauchen genau zu sein zwei Buttons. Einer zum Starten und einer zum Beenden. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Label, beziehungsweise wenn es mit Swing, wenn Sie aus dem Paket Javax Swing Steuerelemente herausnehmen, dann haben die immer ein J vorgestellt. Hier befinden wir uns im Konstruktor. Quatsch, nicht im Konstruktor, hier befinden wir uns in der Klasse Chemie, die ich eben erstellt habe. Diese erbt von der Klasse FRAM. Hier werden dann entsprechende Eigenschaften schon bereitgestellt, nämlich diese Steuerelemente. Ja, das sind also einfach nichts anderes als Objekte. Da kann ich dann auch drauf zugreifen, und zwar hier unten im Konstruktor, na, werden dann diese verschiedenen Steuerelemente eingestellt. Zum Beispiel wollen wir, dass hier dieser Button, na, der erste soll einfach Starten enthalten. Na, Starten, na, er soll also anzeigen, na, dass er fürs Starten der Berechnung letztendlich da ist. Der zweite Button hier unten, der soll einfach die Aufschrift beenden tragen. Ne? Beenden. Wir haben jetzt hier ein Label, das taufe ich um, das nenne ich Ausgabe. Das soll nämlich extra für die Ausgabe da sein. Und das Textfeld hier, das nenne ich der Einfachheit halber Eingabe. Ne? Beziehungsweise ich muss das hier unten dann entsprechend auch nochmal ändern. Na, wir haben jetzt hier, muss ich schauen, wo wir unser Label haben. Das Label haben wir hier. Das muss ich also umnennen auf Ausgabe. Taufen wir hier kurz um, Ausgabe.
Ein Text braucht es nicht anzuzeigen, das brauchen wir nicht. Das soll lediglich einfach nur leer dastehen und soll dann später halt die Ausgabe bereitstellen. Ne? So, das Textfield haben wir hier. Textfield müssen wir auch nochmal ändern. Da haben wir gesagt, das nehmen wir Eingabe. Das mache ich jetzt hier alles im Konstruktor. Der Konstruktor dieser Klasse, diese Klasse hier, im Übrigen die Klasse Chemie, verfügt auch über eine eigene Main-Funktion, die dann einfach nichts anderes macht, als ein Objekt dieser Klasse, ne, also der eigenen Klasse zu erzeugen. Darauf wird dann der Konstruktor hier aktiviert, der dann die verschiedenen Steuerelemente bereitstellt, beziehungsweise besser gesagt, der diese initialisiert. Ne? Auf was es uns jetzt letztendlich ankommt, sind diese beiden Methoden hier. Hier haben wir eine Methode J-Button 1 Action Performance und hier J-Button 2 Action Performance. Hier kommen letztendlich die Programme, beziehungsweise hier wird dem Button im Prinzip Leben eingehaucht. Das heißt also, hier steht dann das drin, was dann beim Knopfdruck später passieren soll. Hier bei J-Button 2 soll nichts anderes passieren, als das Programm soll beendet werden. Hoppla. Programm soll beendet werden. Das machen wir einfach mit diesem Aufrufsystem.exit 0. Und hier kommt dann auch später unser letztendliches Programm hinein. Da das hier jetzt allerdings, was wir vorhaben, sehr umfangreich ist, werde ich das splitten müssen. Und zwar, dass wir hier zumindest noch eine weitere Methode haben, die nur speziell dafür da ist, diesen String, mehr ist es nämlich nicht, ne, diese Summenformel, das ist nichts anderes als eine Zeichenkette. Und diese soll entsprechend ausgelesen werden. Ja. Das wollen wir natürlich, ich will das natürlich nicht hier alles reinknallen, sonst wird das sehr unübersichtlich. Aus diesem Grund mache ich eine gesonderte Methode. Wir können das hier mal ganz kurz ausführen lassen. Dann wird hier unser Programm schon angezeigt. So sieht das Ganze dann letztendlich aus. Das heißt, hier kann der Benutzer dann später was eingeben. Hier, wenn ich auf Beenden klicke, wie wir es eben ja festgelegt haben, wird das Programm letztendlich beendet. Das haben wir durch diesen einfachen Methodenaufruf erreicht. Normalerweise wird man das Ganze ja noch beschriften, dass ich also hier noch ein zusätzliches Label anpasse und diesem dann zum Beispiel hier über setText dann später im Konstruktor mitteile, Summenformel eingeben, ne, als Beispiel, ne. Damit also der Benutzer auch weiß, okay, was soll da überhaupt eingegeben werden, ne? Das ist schon wichtig. Ja, das habe ich jetzt etwas zu kurz gemacht. So, das ist natürlich wichtig, dass Sie das auch beschriften, weil ansonsten kann gerade bei umfangreichen Programmen, wenn da alle möglichen Eingabefelder kommen, war es auf einmal der Benutzer nicht, okay, was soll ich da jetzt genau eingeben? Ne? So, aus diesem Grund ist die Beschriftung notwendig. Zum Thema GUI-Programmierung normalerweise diese drei Steuerelemente, ne, oder Widgets genannt, ne, die wir jetzt hier verwendet haben, nämlich einmal, beziehungsweise eigentlich, stopp, eigentlich sind es vier, nämlich wenn wir das Fenster, das Frame, wenn wir das mitrechnen, sind es vier. Wir haben also hier einmal Buttons, wir haben Labels, ne, zum Beschriften, ne, um dem Benutzer mitzuteilen, was soll hier eingegeben werden, für was ist das da. Und wir haben die Labels verwenden wir auch zur Ausgabe. Zusätzlich haben wir auch noch Eingabefelder. Das sind so die Grundbausteine, mit denen man schon die meisten Programme realisieren kann. Ne. Wenn Sie natürlich etwas gehobenere Programme realisieren wollen, dann können Sie hier natürlich auch diese anderen Steuerelemente, wir haben hier zum Beispiel sogenannte Radio-Buttons, wir haben Checkboxen, ne? Wir haben zum Beispiel hier Textarrays, ne? Dass ich also ein größeres Textfeld habe, wo ich dann einen größeren Text auch eingeben kann und so weiter, brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht. Als erstes, was wir brauchen,
ist eine Methode, die dazu dient, diese Summenformel, diesen String zu analysieren. Die werden wir hier bauen. Diese Methode mache ich public, void. Ich nenne sie einfach, nennen wir sie Automat. Automat deshalb, weil wir im Prinzip einen endlichen Automaten hier bauen müssen, der also entsprechend die Summenformel einliest, sie auswertet und dann entsprechend die Inhalte abspeichert. Wir brauchen diesbezüglich, weil wir brauchen jetzt hier im Prinzip Variablen, auf die auch hier diese Methode zugreifen kann. Aus diesem Grund müssen wir diese hier in dem Eigenschaftenteil verfrachten, nämlich hier hin. Eigentliche, nenne ich mal eigentliche Programmeigenschaften oder Variablen. Nein, Eigenschaften. So. Das heißt also, hier kommt das rein, was ich primär für das jeweilige Problem jetzt hier benötige. Hier oben, das ist mehr für die grafische Oberfläche. Das hier ist jetzt für das eigentliche Programm, also für die Aufgabe, die hier gestellt ist. Wir brauchen hier verschiedene Strings. Wir brauchen einmal ein String, der muss heißen String, den nenne ich einfach mal Anzahl Kohlenstoff. Ne? Dann brauche ich noch einen String, den nenne ich Anzahl Wasserstoff. Ne? Warum machen wir hier Strings? Ganz einfach, weil ich die Anzahl der jeweiligen Elemente, der jeweiligen Kohlenstoffatome und so weiter, weil ich das über Strings einlesen muss. Ne? So, dann brauchen wir natürlich umgekehrt auch hier Int. Nein, stopp. Hier habe ich ganz vergessen. Privat. Da kommt noch das Schlüsselwörtchen privat hin. Ich möchte nämlich, dass diese Eigenschaften nur intern genutzt werden. Dann brauchen wir hier natürlich auch wieder Anzahl Kohlenstoff. Das mache ich jetzt allerdings mit NC. Und hier unten drunter privat int NH. Na, für die Anzahl des Wasserstoffs. Das wäre das. Na. Wenn ich jetzt etwas vergessen habe, kann ich das hier einfach nachtragen. Das Ganze speichern wir mal. Jetzt muss ich natürlich hier unten diese auch initialisieren. Na? Das heißt also String Anzahl bzw. Anzahl Kohlenstoff. Das schreibe ich jetzt hier einfach hin. Anzahl Kohlenstoff ist gleich, na, machen wir einfach das hier, bzw. Anzahl Wasserstoff. Mache ich einfach das hier. Ne? Das sollen einfach leere Strings darstellen. Was wichtig ist, wenn Sie sowas in Form von Strings einlesen, müssen Sie später darauf achten, dass keine Leerzeichen mit eingelesen werden, weil wenn Sie es nämlich dann umwandeln möchten in Zahlen, das werde ich auch noch gleich zeigen, wie man den String wieder zurückverwandelt in Integerzahlen, damit wir auch damit rechnen können, weil es muss hier ja auch eine Berechnung ausgeführt werden. Das ist noch das. Bam, 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 bam. Dann haben wir hier noch gesagt, wir haben hier NC, NH, das können wir auch noch gerade initialisieren. NC ist gleich 0. Da haben wir noch nichts. NH, hoppla, NH ist auch gleich 0. Was wir hier auch noch gerade festlegen können, wäre zum Beispiel privat. Wir haben auch die relativen Atommassen. Das schreibe ich jetzt einfach hier in Moll C und dann noch privat int Moll H. Die müssen wir hier auch noch festlegen. Das heißt also, Moll H ist einfach nur 1. Moll C ist 12. Ne? Ganz billig und einfach. So. Das sind die Sachen, die wir festlegen müssen. Als nächstes brauche ich noch eine Variable. Das ist also das, was wir
grundlegend brauchen. Klasseneigenschaften. Und jetzt brauche ich hier nochmal lokale Variablen. Lokale Variablen, das ist das, was ich jetzt hier speziell für diese Methode ja brauche. Sie sehen hier, dass ich hier schön kommentiere. Das sollten Sie auch machen bei größeren Projekten, gerade wenn Sie hier die GUI-Programmierung anwenden. Das sind in der Regel immer entsprechende Projekte. Immer Kommentare schreiben ist besser, damit Sie später nicht durcheinander kommen. Ich brauche jetzt hier als erstes mal eine Variable namens temp und in diese soll dann später nichts anderes gemacht werden als dieser String, der hier eingelesen wird. Das heißt also, ich mache einfach Eingabe.getText. Ja. Wir haben ja dieses Eingabefeld haben wir ja Eingabe genannt und mit Hilfe der Methode getText können Sie dann diese Eingabe in Stringform einlesen. Die wird dann hier an temp übergeben. Als nächstes brauche ich eine Schleife. Na, wir müssen ja hier durchgehen. Int i ist gleich 0. Solange i kleiner ist als temp.length. Mit dieser Methode können Sie die Länge dieses Strings einlesen. Die brauchen wir, um mit der Schleife darüber zu iterieren. Warum die Schleife? Wir müssen hier über diesen String iterieren. Wir müssen also die Zeichenweise, müssen wir diesen String einlesen können. Dazu brauchen wir eine Methode, die ist auch bei der Klasse String mit dabei. Die nennt sich charAdd. Und zwar müssen wir da jetzt prüfen, ob wir fangen jetzt mit C an, ob in diesem String ein C gelesen wurde, also zum Beispiel Kohlenstoff. Ne? Das heißt, ich schreibe hier if temp.charAdd nennt sich dieses, charAdd, Klammer auf, i. Und dann können Sie, wie Sie es normal vom Array gewöhnt sind, darüber iterieren. Mit Hilfe dieser Methode. Wenn jetzt hier das gelesene Zeichen ein C ist, das heißt also, diese, wenn Sie auf das String-Objekt diese Methode anwenden, bekommen Sie dann hier entsprechenden Zeichen zurück. Wenn jetzt ein C gelesen wurde an dieser Stelle, dann soll erneut eine Schleife durchgeführt werden, weil dann, ich zeige Ihnen hier das ganz kurz, wie ich es meine. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Summenformel, wie wir es eben schon gehört haben, C3H8 Propan, soweit ich noch weiß. So, beziehungsweise wir machen es anders. C3H8. So, jetzt wird hier ein C gelesen. So, das ist schon mal schön für uns. Da wissen wir, es ist schon mal Kohlenstoff enthalten. Was mich jetzt allerdings interessiert, ist diese Zahl hier. Ne? Und sollten hier noch mehr Zahlen stehen, ne? Es könnte ja möglich sein, dass wir hier stehen hätten C30, H100. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ne? Das habe ich jetzt einfach so gewählt. Dann interessiert uns hier natürlich auch noch die 0, beziehungsweise hier diese 30, die wollen wir haben. Ne? Und nur diese 30, damit wir auch später sagen können, okay, wir haben 30 Kohlenstoffatome vorliegen. So, das bedeutet, als nächstes brauche ich nochmal eine Schleife. Die hat dann den Auftrag, hier diese Zahlen, die jetzt hier kommen, ne, selbst wenn es unendliche Zahlen wären, als Beispiel, die einzulesen. Ne. Das heißt also, unser Automat wird hier so lange diese Zahlen einlesen, bis dann bis der nächste Buchstabe kommt, also zum Beispiel in diesem Fall hier das H, und ab dann stoppt er. Ne? Das ist der Auftrag. Wir brauchen also nochmal eine Schleife vor. Diesmal wähle ich die Laufvariable mit J und initialisiere sie mit I plus 1. Warum mit I plus 1 an der Stelle? Wenn wir hier ein C finden, dann haben wir schon mal an der Stelle I ein C. So, wenn ich jetzt allerdings weiterlaufen lasse, dann zählt er dieses C mit. Na, dann liest er das jetzt hier in der zweiten Schleife wieder mit ein. Und das würde dann später zum Abbruch führen. Wir wollen ja nur die Zahlen haben. Also aus diesem Grund muss ich einen zweiter. Stellen Sie sich also vor, schreibe es hier nochmal eben.
Wir haben hier C3, H8. So, hier haben wir an der Stelle I, haben wir jetzt das C gelesen. Jetzt geht es weiter bei I plus 1, ne? Also hier bei der 3. Das so lange, bis dann der nächste Buchstabe hier kommt. Ne? Und dann soll er stoppen. So, das bedeutet, wir machen dann hier, solange J kleiner ist als wieder temp.length, ne? J soll entsprechend erhöht werden. Das bedeutet, als nächstes muss ich jetzt hier prüfen, jetzt verwende ich eine Klasse aus dem Paket java.lang, die nennt sich Character. Character.isDigit. Das ist eine Klassenmethode, eine statische Methode. Und der übergebe ich jetzt hier das jeweilige Zeichen, was jetzt eingelesen wird. Also temp.chart, Klammer auf J. So, sowas in der Richtung, so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Das bedeutet, wenn jetzt, na, die folgenden Zeichen, wenn jetzt die folgenden Zeichen Zahlen sind, na, wenn das Zahlen sind, dann soll in diesem Fall Anzahl Kohlenstoff, was unser String ist, soll dann einfach plus gleich temp.charAtJ gehandhabt werden. Das heißt also, die sollen dann einfach hier zu diesem String dazu addiert werden. Das heißt also, die Anzahl der Kohlenstoffatome würde dann in Stringform vorliegen. So. Und wenn jetzt else, wenn jetzt das else gehört jetzt auch zu dieser if, zu diesem if-Konstrukt hier, sehen Sie hier an der farblichen Markierung. Ansonsten, wenn jetzt das Zeichen hier keine Zahl ist, na, dann soll entsprechend abgebrochen werden. Das bedeutet, diese Schleife hier grün, die wird dann verlassen. Na, und es geht dann hier in der normalen Vorschleife wieder weiter. So. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal die Anzahl der Kohlenstoffatome. Jetzt müssen wir das gleiche aber nochmal programmieren, und zwar für die Anzahl, für die Wasserstoffatome. Das bedeutet, ich setze jetzt hier auch wieder ein else drunter. Das gilt jetzt hier, sehen Sie ja hier an der hellblauen Markierung und hier oben hellblau, das ist jetzt für dieses if hier. Wenn jetzt also anstatt ein c beispielsweise ein h gelesen wird, if temp Punkt, hoppla, chart i gleich ein h, hier muss ich jetzt wieder mit diesem Laufindex arbeiten. Wenn das ein h ist, ich speichere jetzt mal ganz kurz, wenn es ein h ist, dann muss entsprechend das Gedöns, was wir hier oben hingemacht haben, muss dann umgekehrt hier unten ablaufen. Und weil ich eine faule Sau bin, kopiere ich mir das hier, weil das genau das gleiche ist. Ich muss gerade noch mal aufpassen, dass ich nicht das falsche kopiere. Das hier kopiere ich mir und füge es hier ein. So. Das heißt also, hier genau das gleiche in grün. Wenn jetzt ein H gelesen wurde, soll hier gemäß bei I plus 1 weitergemacht werden. Dann wird hier geprüft, ob das eingelesene Zeichen eine Zahl ist. Wenn ja, wird es hier dazu gemacht. Diesmal aber nicht Anzahl Kohlenstoff, sondern Anzahl Wasserstoff. Und ansonsten, wenn das nächste Zeichen jetzt keine Zahl ist, dann soll entsprechend abgebrochen werden. Abracadabra, das war's. Ne? So. Im Prinzip sind wir jetzt hier an dieser Stelle hier fertig. Ne? Es sei denn, ich habe mich irgendwo vertippt und es ist irgendwo ein Fehler aufgetreten. Ne? Was ich mal stark annehme. Na, ich sage es an dieser Stelle auch nochmal. Kein Mensch kann einen fehlerfreien Code schreiben. Dafür ist der Compiler oder je nach Sprache der Interpreter da. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Nämlich, wir haben jetzt zwar, wenn alles gut gegangen ist, hier die Anzahl der Wasserstoffatome, die Anzahl der Kohlenstoffatome,
allerdings in Stringform. Das müssen wir umwandeln. Das können wir aber nur umwandeln, wenn da entsprechend was Brauchbares drin ist. Aus diesem Grund wende ich jetzt hier noch zuzüglich Anzahl Kohlenstoff.trim. Ich wende hier die Trim-Methode an. Die Trim-Methode macht folgendes: Wenn Sie die auf einen String anwenden, eliminiert die automatisch alle Leerzeichen, alle unnötigen, die da drin sind. Weil Leerzeichen in dieser Form können wir das nämlich nicht belassen, weil nämlich diese dann später nicht umgewandelt werden können. Und die Umwandlung geht auch nur dann, wenn der String auch wirklich was enthält. Wenn er zum Beispiel diese Form hier enthält, kann es auch nicht umgewandelt werden. Aus diesem Grund müssen wir das hier nochmal abfangen. Und zwar fangen wir mal an mit dem Kohlenstoff. Anzahl Kohlenstoff. So, Punkt, ganz wichtig. Equals. Und zwar, wenn das nichts ist, ne? Ganz wichtig, wenn Sie Strings vergleichen wollen, da können Sie nicht hingehen, können so arbeiten. Wo habe ich ein Beispiel? Ein gutes. Dann können Sie hier nicht dieses doppelte ist gleich verwenden, ne? Und hier einfach das Ganze in Anführungszeichen setzen, weil Sie müssen bedenken, das, was Sie hier haben, ne, das ist nichts anderes als ein Verweis auf ein String-Objekt im Herb. Ne, das ist also im Prinzip die Adresse. Ne, da können Sie logischerweise nicht so einen Vergleich drauf machen. Aus diesem Grund müssen Sie hier die entsprechende Methode equals aufrufen. Und wenn das dann, wenn der Inhalt hier gleich dem String ist, dann liefert die wahr. Beziehungsweise sinnvoller wäre es, wenn ich hier sage, wenn das nicht wahr ist. So, das bedeutet, wenn jetzt Anzahl Kohlenstoff nicht dieses Zeichen enthält, na, also wenn wirklich Zahlen drin sind, dann soll er das entsprechend umwandeln. Nämlich NC, schreiben Sie integer.parseInt. Damit können Sie einen String umwandeln in integer, weil NC ist ja eine Integer-Variable. Anzahl Kohlenstoff. Na? Hoppla. Kohlenstoff bekomme ich gleich garantiert wieder einen Fehler angezeigt, weil ich mich irgendwo verschrieben habe. So, das ist dann alles in Ordnung, dann soll das umgewandelt werden. Ansonsten soll das einfach nicht parsen, beziehungsweise ansonsten schreibe ich hier mal hin, else, ansonsten soll NC einfach mit 0 initialisiert werden. Ne? Sollte es passieren. Ne? Das wäre die Geschichte. Ne? Das heißt also, wenn Kohlenstoff nicht leer ist im Prinzip, nur dann soll entsprechend der Inhalt geparst werden in den Integerwert. Ansonsten, wenn er wirklich leer ist, ne? Wenn er leer ist, dann soll NC die Anzahl mit 0 initialisiert werden, weil dann haben wir keine Kohlenstoffatome. So, das gleiche hier, aber in grün, muss ich jetzt auch entsprechend für den Wasserstoff machen. Sie sehen schon, das wird schon etwas umfangreicher. So, das heißt also, ich habe jetzt hier Anzahl Wasserstoff. Das ist die Prüfung gleich, Anzahl Wasserstoff. Hier habe ich nicht NC, sondern NH. Hier natürlich entsprechend Wasserstoff. Und hier entsprechend auch wieder H. So, soweit, so gut. Ne? Das heißt also, wenn jetzt alles gut gegangen ist, dann sollten wir hier entsprechend die Anzahl der Kohlenstoffatome haben oder 0 und hier Anzahl der Wasserstoffatome oder 0. Ne? Das Ganze lasse ich jetzt einfach mal vorsichtshalber mal kompilieren, ob ich vielleicht irgendwo Fehler gemacht habe.
Okay, sehr schön. Keine Fehler gefunden. Also syntaktisch ist schon mal alles in Ordnung. Kann ich stolz auf mich sein? So, als nächstes bin ich etwas durcheinander. Ah, gut. So, als nächstes. Als nächstes, als nächstes, als nächstes. Als nächstes müssen wir die Berechnung durchführen. Na? Da brauche ich auch nochmal, das habe ich vergessen hier oben einzutragen, wir brauchen nochmal eine entsprechende Variable, die nenne ich einfach Moll, na, oder molare Masse. So, und die wird jetzt hier berechnet, nämlich. Das können wir hier direkt eintragen. Molare Masse ist gleich einfach. Irgendwas habe ich jetzt vergessen. Stopp, 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 stopp. Ah. Okay, da habe ich mich eben vertan. So, molare Masse ist jetzt folgendes. Nämlich fangen wir mal mit dem Kohlenstoff an. Wir haben die Anzahl der Kohlenstoffatome. Die hätten wir eingelesen. Dies müssen wir multiplizieren mit der relativen Masse, mit der relativen Atommasse des Kohlenstoffs. Also schreibe ich hier mol C hin. Mol C haben wir ja hier festgelegt, ist 12. Die Anzahl der Kohlenstoffatome mal die relative Atommasse plus die Anzahl der Wasserstoffatome mal die relative Atommasse. Ne? So. Das ist auch der Vorteil der objektorientierten Programmierung. Das wird nämlich jetzt alles hier in unsere Klassenvariablen, Quatsch, hier oben, unsere Klassenvariablen hineingeschrieben. Ne? Und da können dann alle Methoden der Klasse drauf zugreifen. Das ist das, beziehungsweise, stopp, 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 stopp. Ich muss aufhören. Hier muss ich stopp machen. Ich wollte nämlich nur, dass dieser Automat, den wir hier programmiert haben, der hatte einfach nur den Auftrag, hier diesen String auszulesen, ne, und ihn entsprechend auszuwerten, beziehungsweise zu parsen. So, das restliche Gedöns, das soll jetzt hier in dieser Methode, also in der Action Performance Methode für den Button soll das passieren. Das schreibe ich einfach hier hin. Da kann ich das jetzt einfach so schreiben, denn das sind ja alles Eigenschaften, Klasseneigenschaften. Das heißt, diese Methode kann auch darauf zugreifen. So, da ich die allerdings auf privat gesetzt habe, können andere Klassen bzw. andere Klassenmethoden und so weiter oder ich als Benutzer kann von außen nicht darauf zugreifen, sondern nur die Methoden der Klassen. Aus dem Grund ist das Ganze auch geschützt. Die molare Masse soll jetzt lediglich von dieser Methode hier berechnet werden. Natürlich müssen wir hier auch vorher den Automat noch aufrufen. Ja, das heißt also, wir haben ja hier die Klasse, Quatsch, wir haben ja hier haben wir die Methode Automat geschrieben. Die ist dafür zuständig, fürs Parsen und so weiter. Die müssen wir hier natürlich aufrufen mit Automat. Dann haben wir hier entsprechend unsere Werte. Die werden berechnet. Und dann kann ich, wenn alles gut geht, hingehen und kann einfach sagen, okay, Ausgabe, Punkt Set Text ist dann einfach molare. Stopp, 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 stopp. Jetzt hätte ich fast wieder einen Fehler gemacht. Das muss ich auch wieder parsen. Ne? Das müssen wir auch wieder parsen. Und zwar muss ich da hinschreiben integer.toString, weil das ist ja eine Integer-Variable, das hier. Ne? Und die kann ich dann hier erst übergeben. Molare Masse. Warum? Das liegt einfach daran, dass unsere Set-Text-Methode für das Label, aber auch im Übrigen, die können wir auch hier auf die
das Angabefeld aufrufen, weil die nur Strings entgegennehmen kann. Aus diesem Grund muss ich hier dieses Ergebnis vorher parsen, ne? Beziehungsweise wieder in einen String umwandeln. Ne? So, das war's an dieser Stelle. Wenn jetzt das Programm funktioniert, ist es natürlich bestens. Ich führe es mal aus, dann schauen wir, was passiert. Wir geben mal was ganz Einfaches ein, nämlich C3H8. So, Start. 44 wird ausgegeben. Das ist jetzt im Übrigen, das ist jetzt hier, was war das nochmal? Propan war das, glaube ich, hier. Propan habe ich da, glaube ich, angeklickt. C3H8 und hier molare Masse stimmt 44. Bedenken Sie, dass wir diese relativen Atommassen, normalerweise sind das Fließkommazahlen, weil es für diese Elemente natürlich auch verschiedene Isotope gibt. Das heißt also, man hat hier einfach einen Mittelwert berechnen, aus diesem Grund Fließkommazahlen. Wir haben jetzt hier allerdings vereinfacht, ich beende das Ganze hier nochmal, wir haben jetzt allerdings hier vereinfacht, ganzzahlige Werte eingesetzt, also zum Beispiel hier Moll, die relative Atommasse vom Wasserstoff, das sind, glaube ich, 1,008 eigentlich. Die atomare Masseneinheit, ne? Nicht vergessen, beim Kohlenstoff, da weiß ich die genaue Zahl nicht genau. Das sind also, wie gesagt, ganze Zahlen. Ne? So, im Übrigen, wir haben ja das Programm so geschrieben, wenn der String, ich muss noch mal wegmachen, wenn jetzt, das haben wir ja hier festgelegt, wenn jetzt hier die Strings leer wären, also wenn nichts erfasst wurde, dann soll hier entsprechend die Anzahl einfach auf 0 gesetzt werden. Ne? Auf die Art und Weise können wir auch solche Eingaben abfangen. Ne? Wenn jetzt also hier einfach eine Verbindung wäre, H2, ne? So, dann stürzt das Programm auch nicht ab. Ne? Normalerweise, ne? Hätte es dann hier zu Problemen geführt. In diesem Fall erfasst der Automat, den wir geschrieben haben, okay, es gibt keine Kohlenstoffatome, aus dem Grund setzt er die Anzahl der Kohlenstoffatome auf 0 und aus diesem Grund klappt dann hier auch alles mit der Berechnung, mit der späteren Ausgabe. Ne? So, das wäre also das. Ne? Das Programm funktioniert also. Können wir mal noch einen Test machen? Schauen wir mal. Mal was anderes. Nehmen wir mal so eins hier. Cyclopropan. Na, wenn es geladen wird, wäre es schön. Das sind C3H6. C3H6. Gehen wir mal ein. C3H6. Gehen wir auf Starten. Dann wird 42 ausgegeben. Genau wären es 42,08. Wie gesagt, wir haben ja mit ganzen Zahlen gearbeitet. Ne? Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel mit dem Datentyp Flat arbeiten würden, würden Sie genauere Zahlen geben. Aber das Programm funktioniert soweit. Ne? Zyklisch bedeutet im Übrigen, dass wir es mit einem ringförmigen Kohlenwasserstoff zu tun haben. Ne? So, das wäre also noch das. Ne? Okay, das war es an dieser Stelle schon. Wenn Sie jetzt Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich, würde mich doch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.